Sebastian, alles was hier steht, hast du schon getrunken, wa? Ausgetrunken, leer gemacht. Heute Morgen angefangen. Ja, schenk mir gerade meinen Lieblingswhisky ein. Boah. Auf dem Glas steht kein Name drauf. Dann halte ich es einmal hier rein. Ich hoffe, es ist der richtige. Ledeig, Litschig, Letschig, wie auch immer ausgesprochen, 18 Jahre. Ja, warum machen wir das Ganze hier heute? Es geht um die entscheidende Frage, welcher Whisky passt zu mir? Es ist nicht ganz einfach zu beantworten. Es gibt wahnsinnig viele Whisky-Sorten, vom klassischen Single Malt bis hin zu Single Grain, Bourbon Whisky, Rocken Whisky, es gibt Blended Whisky, Bourbon Whisky und so weiter. Es gibt sogenannte Fassstärken, also eine extreme Vielfalt. Whisky wird in sehr vielen verschiedenen Ländern gemacht, schmeckt sehr verschieden. Und da ist es erstmal unmöglich, überhaupt den perfekten Whisky für sich selbst zu finden. Deswegen für Einsteiger empfehlen wir immer, verschiedene erstmal zu probieren, damit man überhaupt mal kennenlernt, ja, wie kann Whisky schmecken und was schmeckt mir persönlich erstmal am besten. Bei mir persönlich war es so, ich habe mit den beiden und noch mit dem dritten, an den ich mich heute gar nicht mehr erinnern kann, begonnen. Ich habe damals beim Lieferanten angefragt, bitte schickt uns mal Whisky. Wir wollen es einfach mal ausprobieren, wie das schmeckt, am besten verschiedene. Die haben uns leider damals einfach verschiedene Highland Single Malts geschickt und für einen Einsteiger oder für uns oder für mich hat damals jeder gleich geschmeckt. Das war das große Problem, deswegen hat mich Whisky erstmal überhaupt nicht angesprochen. Aber das war auf jeden Fall eher was Milderes. Das war was Milderes, genau, aber trotzdem kann man durchaus mal am Anfang auch relativ schnell zu einem rauchigen oder zu einem intensiveren Whisky greifen. Was war das bei dir dann oder was würdest du denn da vorschlagen? Naja, man kann mal auf jeden Fall einen Inselwhisky probieren, irgendeinen Islay Whisky. Was haben wir denn hier stehen? Artback hast du ganz gut. Mal schauen. Islay. Einen Artback kann man zum Beispiel mal probieren. Was kann man noch probieren? Man kann auch mal eine Fassstärke probieren, wie hier den Kaul Ila mit fast 60% Alkohol. Einfach mal, um sowas kennenzulernen. Mag am Anfang überfordern, aber warum nicht? Man kann Raritäten probieren, wobei das am Anfang sehr wenig bringt, natürlich hier gleich ein paar hundert Euro zu investieren. Aber man will sich ja weiterentwickeln. Und ja, bei mir war das letztendlich so, dass ich im Moment sage, Letschek, 18 Jahre, wirklich ein Favorit, weil der sehr komplex ist, eine schöne Fruchtnote hat, eine leichte Rauchnote, eine Salzigkeit, also der prickelt richtig am Gaumen, geht dann wirklich so schokoladig, nussig ab. Also ein sensationeller Whisky, aber man muss sich da erstmal ja, hinprobieren. Und anders kann man eigentlich gar nicht herausfinden, welcher Whisky zu einem passt. Das heißt, es geht nur über das Verkosten, immer wieder was Neues probieren. Bei Whisky-Verkostungen am besten mitmachen. Und so kann man seinen eigenen Geschmack dann herausfinden, über die Zeit, der sich natürlich weiterentwickelt.